Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Magazins Zukunftsnah, dem Magazin für Perspektiven und Regionalität der Stadtwerke Jena-Gruppe. Ja, wenn Sie in den letzten Wochen mit Bus und Bahn unterwegs waren, haben Sie es sicherlich bemerkt. Beim Jena-Nahverkehr ist ein neuer Fahrplan in Kraft getreten. Jedes Jahr Mitte Dezember erfolgt der Fahrplanwechsel, zeitgleich mit dem Fahrplanwechsel der Bahn. Dieses Mal bringt er bedeutsame Änderungen für Nachtschwärmer mit sich. Ist mir aufgefallen, dass vor allen Dingen nachts öfters gefahren wird. Ich finde das auch sehr in Ordnung. War bisher immer eine Lücke im ganzen Verkehr. Ansonsten ist der Nahverkehr in Jena super. Hier fährt alle 10 Minuten, kommt man eigentlich hier weg. Ob mit der 3, mit der 1 oder mit der 4. Wir sind super in Lobeda aufgestellt, würde ich sagen. Ne? Weil dann passt es mit dem Zeitplan, wenn ich von hier aus und vom Stadtzentrum aus fahren muss, viel besser. Und ich habe auch so von Freunden gehört, dass es doch sehr viel besser ist. Vor allem auch mit denen, dass die nachts die Straßenbahn ins Meer fahren und so. Also ist eine gute Sache. Also ist ja, glaube ich, eher zum Positiven gedacht, gell? Aber ich fahre immer dieselbe Strecke, von daher ist alles für mich beim Alten geblieben. Am 10. Dezember erfolgte der Fahrplanwechsel beim Jenaer Nahverkehr. In diesem Jahr gibt es vor allem Änderungen auf den Straßenbahnlinien 1 bis 5. Ein neuer Fahrplan ist notwendig, um das bisherige Fahrtenangebot anzupassen und Stadt- und Regionalverkehr besser aufeinander abzustimmen. Auch höhere Fahrgastzahlen können ein Grund sein. Und dem müssen wir begegnen mit einer größeren Anzahl an Fahrten pro Stunde. Das ist also ein Grund. Ein Grund ist, wenn Wohngebiete dichter bebaut werden, wie im Norden gerade, was letztendlich auch zu einer Bedarfserhöhung führt. Ein Grund ist auch, dass wir auf der Suche sind nach besseren, einfacheren Lösungen. So wird in diesem Jahr werden die Nachtlinien durch die Tageslinien ersetzt, sodass der Fahrgast im Fahrplanbuch nicht wild hin und her blättern muss, sondern dass er einmal seine Linie aufschlägt und dort von 0 bis 24 Uhr sein gesamtes Angebot findet. Nach dem Fahrplanwechsel ist vor dem Fahrplanwechsel. Die Koordination des Fahrplanwechsels im folgenden Jahr beginnt bereits im Dezember. Am Anfang des Jahres wird dann zunächst eine grobe Schätzung vorgenommen, wie viele Fahrten auf den einzelnen Strecken benötigt werden. Diese wird bis Mitte des Jahres konkretisiert. Die anschließende Detailarbeit dauert dann bis in den November. Bei der Erstellung des Fahrplans müssen mehrere Aspekte berücksichtigt werden. Man muss darauf achten, dass man effizient bleibt, dass man also nicht zu viele Fahrten verplant. Man muss darauf achten, dass die Streckenkapazitäten die Anzahl von Fahrten auch noch abbilden. Gerade im Nordgebiet von Jena mit einem ganzen Stückchen Eingleisigkeit ist es nicht so ohne weiteres möglich, einfach mal noch eine Fahrt mehr Richtung Zwetzen zu schicken, sondern da sind dann die Kapazitäten der eingleisigen Strecken ausgereizt. Und in diesem Jahr wollen wir so oft fahren, wie wir noch nie gefahren sind im Norden. Mit dem neuen Fahrplan wird nachts im Stadtzentrum ein Rundumanschluss in alle Richtungen angeboten. Die Gebiete Jena Ost, Jenatal, Beutenberg sowie der Bahnhof Göschwitz werden jetzt auch nach Mitternacht bedient. Vor allem Schichtarbeiter und Nachtschwärmer kommen nun ganz einfach und jederzeit von A nach B. Ja, die kalte Jahreszeit hat ja nun begonnen. Und wer es sich da in den eigenen vier Wänden so richtig mollig, warm und gemütlich macht, der darf das Lüften nicht vergessen. Soweit, so klar. Trotzdem werden dabei oft viele Fehler gemacht. Wir haben mit Michael Otto einen Energieexperten getroffen, der uns einmal ganz genau erklärt, wie sich Heizen und Lüften am besten ergänzen, was schwitzende Fenster bedeuten und ob man die Wäsche im Winter wirklich drinnen trocknen sollte. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie hier aus dem Service Center der Stadtwerke in der Kriegasse. Und bei mir ist Michael Otto, Energieberater der Stadtwerke Energie. Herr Otto, ich frage Sie jetzt mal als Experten, Heizen und Lüften im Winter, wie macht man das am besten? Also generell muss man sagen, dass es kein Patentrezept dafür gibt, wie heize und lüfte ich. Es gibt einen Wert, der liegt also bei ca. 40-60% Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur zwischen 19 bis 22 Grad. Beim Lüften gibt es ganz klar Empfehlungen, die man geben kann. Das heißt also, ein ganz wichtiger Punkt ist, man sollte, wenn man den Austausch der Raumluft herbeiführen will, in keinem Fall das über eine Kipplüftung der Fenster machen. Bei einer Kipplüftung brauche ich also einen wesentlich längeren Zeitraum, um das Raumluftvolumen einmal zu erneuern. Und ein negativer Effekt dabei ist ganz einfach, dass die Umgebungsflächen, die Raumumgebungsflächen auskühlen und ich brauche nachher wieder eine Vielzahl mehr an Energie,
um den Raum wieder auf ein vernünftiges Raumtemperaturniveau zu bringen. Von daher immer ganz klar lüften über Stoßlüftung. Bevor ich das Fenster natürlich öffne, Heizung abdrehen, Raumthermostat komplett runterdrehen, Fenster auf, 5 bis 10 Minuten lüften, Fenster zu und danach Heizung wieder auf. Manchmal kennt man das im Winter, wenn man auf Straßen außen an Gebäuden vorbeiläuft. Und manch eine kennt das auch von sich selbst, von Wohnzimmerfenstern oder von Küchenfenstern, die schwitzen. Was bedeutet denn das Schwitzen dieser Fenster? Generell ist es ganz einfach ein Hinweis darauf, dass die Raumluftfeuchte zu hoch ist im Raum. Ja, und ich sollte wieder über das Lüftungsverhalten dafür sorgen, dass Luft abtransportiert wird. Wenn man was Positives aus dieser Situation gewinnen will, dann ist es das, dass man halt die Feuchtigkeit, die auskondensiert an der Scheibe, gut erkennen kann. Man kann das abwischen und dann dementsprechend lüften. Wir haben aber auch sehr häufig den Fall, gerade wenn wir jetzt an älteren Gebäuden die Fenster ausgetauscht haben, dann haben die Fenster oftmals ja ein wesentlich besseres Wärmedämmvermögen wie die Wandflächen. Und dann kondensiert halt kein Wasserdampf mehr an der Scheibe aus, sondern an meinen Wandflächen. Und dort kann ich es halt in der Regel nicht erkennen. Und diese ständige Feuchtigkeit, sage ich mal, in Verbindung mit Hausstaub, ist dann natürlich ein perfekter Nährboden, um diese Schimmelproblematik dann herbeizuführen. Im Sommer kann man ja gemeinhin seine Wäsche draußen trocknen. Im Winter ist das nicht jedem vergönnt, weil nicht jeder hat einen Trockenraum oder einen Wäschetrockner. Wie trocknet man denn Wäsche im Winter in der Wohnung eigentlich richtig? Ich muss ganz einfach darauf achten, wenn ich einen solchen Raum nutze, dass er gut temperiert ist. Denn warme Luft kann viel Feuchtigkeit aufnehmen und das garantiert dann einfach auch, dass die Wäsche schnell trocknet. Ich sollte dann allerdings in kürzeren Abständen immer dafür sorgen, dass die Feuchtigkeit aus dem Raum auch rausgeht. Das heißt also öfters die Chance nutzen, Stoß zu lüften. Wenn ich also gerade im Winterhalbjahr die Wohnräume häufiger nutze, um Wäsche zu trocknen, dann kann man hier so einen kleinen Helfer sich anschaffen. Das ist also ein Hygrometer. Mit dem Hygrometer habe ich also die Möglichkeit, Luftfeuchtigkeit zu messen. Und kann dann gezielt über Lüftungsmaßnahmen einfach so weit wieder dafür sorgen, dass ich in einem Bereich bin, der halt zwischen diesen 40-60% liegt. Und dann spricht da eigentlich nichts dagegen, auch die Wäsche im ganz normalen Wohnraum zu trocknen. Ich habe Sie am Anfang als Energieberater angekündigt. Was ist denn eine Energieberatung überhaupt? Und zielt die nur darauf ab, die Nebenkosten zu verringern? Im besten Fall sollte die Energieberatung auch dafür sorgen, dass die Nebenkostenabrechnung geringer wird. Aber letztendlich versuchen wir eigentlich mit der Energieberatung bei den Stadtwerken Energie hier in Jena schon eine Hilfestellung zu geben. Hilfestellung für unsere Kunden oder generell für Interessierte, die nachfragen. Das könnten halt im einfachsten Fall Fragen sein zur Änderung des Nutzerverhaltens. Ja, das heißt also, wie kann ich bei mir in der Wohnung dafür sorgen, dass ich zukünftig weniger Wärme und Strom verbrauche? Das sind aber aktuell gerade auch viele Fragen bezüglich Energieausweis für Wohngebäude, zum Thema erneuerbare Energien, Photovoltaik, Solarthermie oder Generalheizungstechnik. Das ausführlichste Angebot, was wir haben, ist halt das auch vom Bund geförderte Programm Energieberatung für Wohngebäude, wo wir also Energiekonzepte für Wohngebäude erstellen. Das Ziel ist also ein Energieberatungsbericht, der beinhaltet, was sind die größten Schwachstellen am Gebäude und wie sollte der Gebäudenutzer am sinnvollsten vorgehen, für Sanierungsmaßnahmen umzusetzen, damit das Kosten-Nutzen-Verhältnis einfach am besten ist. Wenn jetzt jemand in einem privaten Gebäude oder in einem gewerblichen Gebäude meint, okay, stimmt, das wäre eine ganz gute Sache, gibt es da spezielle Sprechzeiten? Wir haben also keine Sprechzeiten. Wenn man bei uns auf der Internetseite schaut, www.stadtwerke-jena.de, gibt es also gleich auf der Startseite einen Button, wo man online Termine vereinbaren kann. Und das ist also ein Service, den wir jetzt neuerdings anbieten für unsere Kunden. Und damit kann man sich ganz einfach für einen bestimmten Termin anmelden, bekommt die Bestätigung und kann sich dann sogar auch aussuchen, wo die Beratung stattfinden soll. Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Ich habe zu danken. Und liebe Zuschauer, ich danke fürs Zuschauen. Bunt, kreativ und artistisch. All das ist Zirkus. Auch auf den Zirkus Momolo treffen diese Eigenschaften zu. Aber Momolo ist viel mehr. Denn als zirkuspädagogische und kulturelle Einrichtung ist er ein Treffpunkt für Kinder, Jugendliche und sogar Erwachsene.
Wer kennt es nicht, das blau-weiße Zirkuszelt von Momolo auf der Wiese zwischen dem Ufer der Saale und der Gaststätte zum Saalestrand? Unzählige Aufführungen gab es bereits unter dieser Zeltkuppel, die im Mai 2013 errichtet wurde. Unzählige Träume, wie beispielsweise vor Publikum aufzutreten, haben sich hier erfüllt. Und unzählige kreative Ideen sind genau hier entstanden. Der Zirkus Momolo versteht sich als ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, gemeinsam Spaß erleben und dabei noch etwas Artistik lernen. Also die große Idee dahinter ist tatsächlich das Wort Zirkus, was in unseren Augen ganz, ganz viel verbindet. Nämlich in erster Linie erstmal die verschiedenen Kunstgenres, sprich Theater, Bühnenarbeit, Performance, Musik. Sogar neue Medien spielen eine Rolle, Artistik natürlich, und wir verbinden das einfach bei uns unter unserem Dach. Das ist das eine, und das andere, was wir sehen, ist, dass Zirkus einfach Begegnung schafft, und das ist uns ganz wichtig, dass wir einfach ein Ort sind, wo Leute kommen können, so wie sie sind, und bei uns sein können, so wie sie sind. Das ist die Idee hinter unserer Idee von Zirkus. Und das praktizieren wir seit 2006 und sind einfach ganz happy damit. Jedes Jahr veranstaltet der Verein viele Workshops und ein abwechslungsreiches Programm für jedes Alter. Die Kinder und Jugendlichen können sich bei Street Art kreativ entfalten und ihre Ideen in künstlerischen Werken umsetzen. Es kann im Zelt an Stangen geturnt werden, um das Körperbewusstsein zu stärken. Und ganz nebenbei entstehen Freundschaften und man trifft Menschen, die man sonst vielleicht nie kennengelernt hätte. Besondere Momente entstehen hier durch die Vielfalt der Teilnehmer und Besucher. Da gibt es ganz viele Momente, ich könnte die gar nicht alle aufzählen. Also ein ganz wichtiger Moment war, wo wir unser Zirkuszelt bekommen haben, weil wir hatten endlich ein Dach, ein Zuhause. Das war ein ganz, ganz berührender Moment. Und als es dann losging und wir die ersten Veranstaltungen auch in dem Zelt hatten, wenn man einfach nur als Zuschauer, wenn ich als Gast komme und sehe, was junge Menschen auf der Bühne machen, wie sie über sich hinauswachsen, das macht ganz viel Gänsehaut. Oder wenn wir ein tolles Konzert haben oder tatsächlich auch internationale Gäste und wir hochklassige Artistik auch erleben können, das ist einfach toll und die Leute nehmen das mit und diese Energie in dem Zelt, da sage ich immer wieder wow und danke. Für das Ferienprogramm oder einzelne Projektwochen werden auch Sporthallen für das Artistiktraining genutzt. Der Zirkus steht zudem in Kontakt mit der Kinder- und Jugendeinrichtung Polaris, sodass auch hier die jungen Teilnehmer beispielsweise tanzen und Musik machen können. Doch das Zirkus-Equipment muss natürlich von A nach B gebracht werden. In Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Jena als langjährigen Kooperationspartner wurde daher ein Elektroauto für den Zirkus Momolo angeschafft. Und dass dieses Auto für einen Zirkus unterwegs ist, kann man schon von Weitem erkennen. Die Idee mit der Elektromobilität war eine ganz persönliche. Ich bin irgendwann, war ich bei einem unserer Partner in Palästina. Wir haben eine Kooperation mit einem palästinensischen Zirkus und der Direktor hatte ein Stromauto und ich durfte das benutzen für die Zeit, wo ich in Ramallah war und dachte, cool, das macht total Spaß und dass es sowas gibt und habe dann angefangen zu recherchieren und habe mitbekommen, okay, das könnte möglicherweise ein Weg sein von vielen, wie wir das in den Griff kriegen, dass nicht ganz so viel Dreck in die Luft geblasen wird. Der Zirkus Momolo ist seit 11 Jahren als Verein aktiv. Auf die Idee, einen Zirkus zu gründen, kam Friedemann Zieper durch den Weimarer Zirkus Tasifan. Begeistert von dieser neuen Form des pädagogischen Mediums war auch die Geburtsstunde von Momolo gekommen. So wurde ein Ort geschaffen, an dem sich junge Menschen begegnen, miteinander aufwachsen und auf besondere Weise lernen, was über die üblichen Sportarten und Spiele hinaus alles möglich ist. Liebe Zuschauer, jetzt haben Sie die Möglichkeit, attraktive Preise zu gewinnen. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist folgende Frage richtig zu beantworten. Seit wann gilt der neue Fahrplan des Jenaer Nahverkehrs? A. Ab dem 1. Dezember 2017 oder B. Ab dem 10. Dezember 2017. Zu gewinnen gibt es einen Gutschein im Wert von 50 Euro für das Galaxy. Senden Sie die Lösung an aktion@jenatv.de unter dem Kennwort zukunftsnah. Einsendeschluss ist der 28. Februar 2018. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Sterben gehört zum Leben. Deshalb unterstützt Jena Wohnen den Bau des stationären Hospizes in Jena. Die Bauarbeiten auf dem Grundstück in Lobeder Ost sind bereits in vollem Gange und sollen schon 2018 abgeschlossen sein. Bereits im Oktober erfolgte der Spatenstich für den Neubau des stationären Hospizes in Jena. Lange war darum gerungen worden.
Als es endlich grünes Licht gab, fand die 2014 gegründete Hospiz- und Palliativstiftung in Jena Wohnen einen Partner für das Bauprojekt. Das Wohnungsunternehmen möchte einen aktiven Beitrag leisten, die Situation für schwerkranke Patienten in der Region zu verbessern. Das Hospiz als Raum für einen Abschied in Geborgenheit und Fürsorge vervollständige dieses Vorhaben, begründete Jena Wohnen-Geschäftsführer Tobias Wolfrum das Engagement. Die Einrichtung wird die erste ihrer Art in Ostthüringen sein. Die Vorteile für Schwerkranke und deren Angehörige liegen auf der Hand. Es gibt Menschen, die eigentlich gerne zu Hause wären, aber aufgrund der Erkrankungssituation nicht zu Hause betreut werden können oder weil keine Angehörigen da sind, die sich mit um die Menschen zu Hause, in ihrem angestammten Zuhause kümmern können, die aber gleichzeitig nicht in der Situation sind, dass sie ins Krankenhaus müssen. Und dann ist es gut, ein neues Zuhause für diese Menschen zu schaffen. Und da ist die beste Möglichkeit ein stationäres Hospiz. Für die Planung des Gebäudes wurde ein Architektenwettbewerb ausgelobt, den das Dortmunder Büro Gerber Architekten für sich entschieden hatte. Das eingeschossige Gebäude wird mit einer großzügigen Gartenanlage sowie mit zwei begrünten Innenhöfen ausgestattet sein und 12 Bewohnerzimmer haben. Jena Wohnen als Bauherrin investiert insgesamt 3,8 Millionen Euro in den Neubau, der in der Paul-Schneider-Straße in Lobeda Ost entsteht. Die Stiftung selbst muss noch rund 500.000 Euro für die Ausstattung aufbringen, die sich vor allem aus Spenden zusammensetzt. Jena Wohnen hat sich zudem ein ambitioniertes Ziel gesetzt. Nach nicht einmal 14 Monaten Bauzeit, am 6. Dezember 2018, soll das stationäre Hospiz eröffnet werden. Im Freizeitbad Galaxy ist während der Öffnungszeiten richtig viel los. Rund um Wellnessbereich, Sauna, Wasserröhren, Sport- und Wellenbecken passiert aber auch in der Nacht und den frühen Morgenstunden so einiges. Rund ein Dutzend Mitarbeiter der Jena Bäder- und Freizeitgesellschaft treffen täglich in dieser Zeit die nötigen Vorkehrungen, damit die Besucher den gewünschten Badespaß erleben können. Ein ganz besonderer Begleiter hat uns einmal in aller Frühe einen Blick hinter die nächtlichen Kulissen des Galaxy gewährt. Es gibt viele Möglichkeiten, sich vom Galaxy hier in Jena zu verabreden. Ich bin das heute mal ganz, ganz früh am Morgen und treffe mich dabei mit einem Wesen, das hier auch noch relativ neu ist und sich deswegen mal umschauen möchte, was eigentlich in der Nacht bzw. am frühen Morgen denn hier so los ist. Und da war ich auch gespannt drauf. Also schauen wir uns das mal zusammen an. Ab geht's! Während die Stadt noch tief und fest schläft, ist Coco, das neue Maskottchen im Galaxy, schon hellwach. Die Neugier treibt das junge Äffchen um und der Wunsch, auch bei den nächtlichen Arbeiten im Freizeitbad mitzuhelfen. Und davon, wie Coco mittlerweile weiß, gibt es jede Menge. Zum Beispiel müssen sämtliche Wege einmal richtig gründlich gesäubert werden. Reinigen und Desinfizieren sind zwei der Hauptaufgaben, die die Bädermitarbeiter vor der Öffnung erfüllen müssen. Das muss natürlich auch kontrolliert werden, genauso wie die Wasserqualität in den Becken. Von den drei täglichen Proben wird eine am Morgen entnommen. Dafür sind junge Affenhände aber nicht geeignet. Denn nicht nur die für den Test richtige Menge an Wasser einzufangen, auch die Analyse an sich überlässt Coco lieber den Fachkräften im Haus, denen er dabei neugierig über die Schulter schaut. Die Wasserqualität wird von uns mehrmals am Tag überprüft, das heißt durch unsere Mitarbeiter in der Technik und im Badbereich. Die sind dafür zuständig, alle Becken einzeln zu kontrollieren. Das heißt, das freie Chlor, das gebundene Chlor zu prüfen und auch den pH-Wert, dass die Wasserqualität zu jeder Zeit den gleichen Anforderungen, dem gleichen Standard entspricht. Aber auch abseits der Becken gibt es eine ganze Reihe von Vorbereitungsarbeiten, die bis zur Öffnung des Freizeitbades Punkt 10 Uhr erledigt sein müssen. In der Sauna, die gerade in der kalten Jahreszeit hilft, etwas gegen Erkältung und Co. zu tun, sorgt Coco kurzerhand selbst für die letzten Handgriffe. Manchmal handelt es sich bei denen nur um kleine Details. Aber es soll ja auch alles schön sein, wenn die Badegäste kommen. Manchmal reicht eine Nacht dafür aber nicht. Das Galaxy schließt auch einmal im Jahr für ca. eine Woche, das heißt die Revision und Instandhaltungswoche. Dort werden Arbeiten durchgeführt, die während des normalen Badebetriebs nicht möglich sind. Zur täglichen Routine gehören außerdem die Überprüfungen der Technik. Coco weiß genau, wo die Anlagen stehen und auch die Schaltpläne hat er längst entdeckt. Aber zum Rumspielen an den Knöpfen sind die Steuereinheiten für Lüftung, Heizung, das Wellenbecken und so weiter nicht geeignet. Deswegen gilt auch hier, lieber den Fachleuten überlassen, denn Sicherheit ist Trumpf im Galaxy. Auf den Schreck begnügte sich Coco mit einer Aufgabe, die ihm besonders gut gefällt. Denn wenn fast alle Arbeiten erledigt sind, müssen zum Beispiel die Liegen wieder richtig hingestellt werden. Und da sind neugierige Augen, die ganz genau hinschauen, Gold wert.
Die Vielzahl an kleinen, mittleren und großen Arbeiten sind der Grund, warum im Freizeitbad eigentlich immer was los ist, auch wenn gar keine Besucher da sind. Allerdings zieht an bestimmten Tagen auch schon vor 10 Uhr Leben in den Becken ein, durch Vereins-, Baby- oder Frühschwimmen, während die morgendlichen Arbeiten im Bad noch in vollem Gange sind. Dann gibt's bei Coco erst recht kein Halten mehr, denn Badegäste bespaßen zieht er dem Putzen dann doch vor. Außerdem kostet so eine ganz frühe Schicht echt viel Kraft. Und das haut selbst den stärksten Affen einmal um. Wer fleißig ist, hat sich eine Pause verdient. Die Hauptsache ist schließlich, dass das Galaxy rechtzeitig zur Öffnung wieder sauber ist und alles überprüft wurde. Denn nur dann steht dem Badespaß für die Besucher und natürlich auch für Coco nichts im Wege. Liebe Zuschauer, das war sie schon wieder, die aktuelle Ausgabe unseres Magazins Zukunftsnah, dem Magazin für Perspektiven und Regionalität der Stadtwerke-Gruppe Jena. Wenn auch Sie Fragen haben, die Sie der Stadtwerke-Gruppe schon immer einmal stellen wollten, dann schreiben Sie uns einfach eine Mail an redaktion@jenatv.de, betreff Zukunftsnah. Ich hoffe, wir konnten Sie ein wenig unterhalten und würde mich freuen, wenn wir Sie auch zur nächsten Ausgabe wieder begrüßen dürften. Bis dahin, machen Sie es gut.